Hi zusammen. Hola, servus. Wir melden uns heute mal mit einem Thema bei euch, das rechtlich in der Natur ist. Und wie ihr wisst, bieten wir mit Capitize, bewegen wir uns im Finanzumfeld irgendwo. Und zugegebenermaßen haben wir das rechtliche Thema zu Beginn, wo wir in der Euphorie waren, unser Produkt zu designen und alles aus User-Sicht zu entwickeln, waren wir ein bisschen blind vor der ganzen rechtlichen Situation. Und das hat uns irgendwann später eingefangen und wollten heute mal darüber berichten, was da so los war. Zunächst mal, der Hintergrund dessen war, dass wir eigentlich zu Beginn Capitize ein bisschen anders formen wollten, als es jetzt gerade ist. Wir wollten nämlich das Ganze noch userzentrierter machen, indem wir zu Beginn, wenn ihr quasi die App aufmacht, wollten wir euch Fragen stellen beim ersten Mal. Das heißt, zu eurem Anlageverhalten. Das heißt, welche Ziele habt ihr mit eurem Anlageverhalten, welchen Anlagehorizont wollt ihr wählen, welches Risiko seid ihr bereit einzugehen und wollten euch so schon mal ein bisschen einordnen in einen gewissen Anlegertyp. Diesen Anlegertyp wollten wir aber dann über Algorithmen kontinuierlich weiterentwickeln, nämlich mit jedem Swipe, das ihr dann vornehmt in der App, also nach rechts oder nach links wischt, wissen wir oder können wir prinzipiell auch wissen, welche Aktien euch gefallen. Also welche Branchen, mit welchem Risiko, mit welcher Qualität der Aktie, vielleicht auch aus welchem Land. Und so konnten wir mit unserem Algorithmus immer weiter trainieren, in welche Anlegerklasse, in welchen Anlegertyp ihr quasi einzuordnen seid. Der Vorteil für euch wäre der gewesen, dass wir euch maßgeschneiderte Aktien vorstellen und empfehlen könnt. Und beim Punkt empfehlen, das ist so ein Buzzword geworden bei uns, da wurde es nämlich jetzt halt schwierig und das war der Punkt, wo unsere liebe BaFin ins Spiel kam, mit der wir uns dann zu einem Zeitpunkt X auseinandersetzen mussten. Und wie das vonstatten ging, dazu möchten wir heute berichten. Und Dominik, wie war das? Genau, also am Anfang war es so, dass wir Tainet also mega stolz waren, dass wir einen Algorithmus entwickelt haben, wie Thorsten sagt, der eigentlich auf dem Swipe-Verhalten von unseren Usern weiter und bessere Empfehlungen tätigen kann. Empfehlungen, Thorsten sagt, ist ein Red Flag bei uns mittlerweile, geht gar nicht mehr, das sagen wir nie. Und dann dachten wir als erstes, okay, gut, geht alles klar, wir waren uns eigentlich auch relativ sicher und dann haben wir über das ins Spiel, dass wir ja eigentlich eine Anlageberatung vornehmen, dachten wir als nächstes. Und da gibt es dann laut Gewerbegesetz 34F, vielleicht kennt es der ein oder andere Anlageberater von euch, eine Ausbildung, die man machen muss, um das eben offiziell zu machen. Und dann war ich auch bei der IHK, habe ich da beraten lassen. Es war so ein Prozess, der ging von einer Woche ungefähr. Und zu dem Zeitpunkt waren wir beide dann schon sicher, ja, wir ziehen das durch. Das wäre, glaube ich, eine Ausbildung von 6 Monaten gewesen, damit es offiziell dann eben möglich ist, das zu machen. Und dann waren wir bei der IHK eine Woche später, nachdem die auch wussten, okay, was wir ungefähr machen. Und dann kam aber raus, dass die meinten, nee, das liegt eigentlich überhaupt nicht bei denen und auch nicht irgendwie im Gewerbegesetz oder ist auch nicht 34F, sondern das fällt eher in Kreditwesengesetz und Wertpapiergesetz. War natürlich eklig und dann, Marvin, war erstmal bei dir wieder. Ja. Genau, und da sind wir dann ein bisschen drauf gestoßen. Da gibt es so einen Begriff, der nennt sich automatisierte Anlageberatung. Und da geht es darum, dass wir quasi, warum wir nicht in diese IHK-Geschichte reingefallen sind, ist, dass wir das Ganze halt automatisiert machen und nicht irgendwie persönlich in einem Gespräch mit euch oder sowas, sondern dass wir das halt automatisieren über die App und das Ganze dann über den Algorithmus gesteuert wird. Und das war dann leider nicht mit einer kleinen Ausbildung, mit einer kleinen paar hundert Euro Lizenz irgendwie getan, sondern da hätte es dann eine richtig große BaFin-Prüfung, also für uns zumindest eine richtig große BaFin-Prüfung gebraucht. Da wären wir auch im fünfstelligen Bereich an Kosten gewesen und hätten wirklich einen komplett regulatorischen Overhead gehabt. Das heißt, wir hätten wirklich sehr, sehr viele Auflagen erfüllen müssen, wären streng von der BaFin, also quasi im BaFin-Radar gewesen. Die hätten uns, glaube ich, da sehr oft, sehr häufig, sehr genau geprüft. Und wir waren da damals auch ein bisschen früh noch an der Geschichte dran. Und da haben wir eigentlich gesagt, okay, das können wir nicht machen. Das können wir nicht stemmen, weder finanziell noch vom Aufwand her. Genau, und dann haben wir uns nach Alternativen umgeguckt. Ja, und also es war halt auch so eine Phase, wo wir dann alle so ein bisschen niedergeschlagen waren. Das war das, glaube ich, das erste Mal, wo wir alle nicht so wussten, okay, geht es überhaupt noch weiter oder nicht. Wir waren natürlich schon in einem Tunnel, wo wir halt unbedingt das Produkt so umsetzen wollten, wie wir es jetzt halt im Kopf hatten. Und dann kam es eben nicht so und dann gab es so eine Phase, das war so 2-3 Wochen, wo wirklich unsicher war, ob es weitergeht.
Und da war es mir auch immer schon wichtig zu überlegen, was motiviert die anderen jetzt, weil klar, wir können es sagen, wir geben jetzt auf, aber eigentlich ist es keiner Natur von uns. Ansonsten würden wir schon nicht klar brechen. Machen wir aber nicht. Und dann war ich auch so oft spazieren und habe überlegt, okay, was bringt es, wenn wir abbrechen? Und eigentlich war immer klar, egal was wir jetzt machen, klar können wir sagen, okay, wir brechen ab, machen einen anderen Job, wechseln vielleicht mal, haben eine Honeymoon-Phase, sind kurz zufrieden. Aber irgendwann kommt der Punkt so oder so wieder, wo wir sagen, nee, wir wollen was Eigenständiges machen. Und ich hatte dann auch laut Thorsten eine Rede vorbereitet. Es war auch wirklich eine Rede. Ich habe es richtig im Kopf durchgespielt, glaube ich, 10 Mal oder sowas. Was ich jetzt zu jedem einzelnen sage in so einem Meeting, damit wir wieder einigermaßen auf der Spur sind. Und das Gespräch war dann sehr gut. Alle hatten direkt das gleiche Mindset, dass ja klar, ist jetzt nervig. Wir müssen aber gucken, dass wir weitermachen, weil am Ende das Thema taugt uns. Uns taugt eigentlich auch immer noch das ganze Umfeld. Mit der BaFin ist blöd. Aber gut, wir mussten da einfach durch. Und von dem her haben wir uns dann dazu entschieden, das dann einfach weiterzumachen und hatten dann aber die Thematik trotzdem noch mit der BaFin und dann war es ja auch so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel, sag ich mal, zwischen vor allem dir und deiner BaFin-Freundin. Ja. Genau, wir hatten dann Kontakt zur BaFin direkt aufgenommen und hatten denen, ich glaube, ein riesen Dokument geschickt von, ich glaube, 20, 30 Seiten, 25 Seiten, irgendwas in dem Dreh, wo wir wirklich genau ganz detailliert beschrieben haben, was wir überhaupt vorhaben. Und ja, wie das bei so einer Behörde so ist, hat das Ganze dann auch ein bisschen gedauert, was dann während dieser Phase auch war natürlich. Und dann kam auch mit einer Antwort zurück, wo so sinngemäß drin stand, ja, wenn ihr das machen wollt, braucht ihr eben diese Lizenz von uns, inklusive all dieser Prüfungen. Und dann die Frage noch, wollt ihr das machen oder wollt ihr euer Geschäft einstellen? Also man wurde quasi direkt vor die Wahl gestellt, Deal mit dem Teufel sozusagen oder geht nach Hause, ne? Wie Donik eben gesagt hat, war für uns klar, okay, beides keine Option, weder Geschäft einstellen, noch diesen riesen regulatorischen Berg da irgendwie stemmbar für uns damals. Genau, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns eine andere Idee. Ja, und dann kam eigentlich eine abgeschwächte Version von dem Matching, was wir uns vorgestellt haben auf dem Markt, wir haben es einfach entwickelt und zwar ist es einfach das Advertised Matching. Also ihr kennt es ja sicherlich, wenn ihr die App kennt, dass ihr dann eure Kriterien einstellen könnt und dann kommen eben Aktien. Und da ist es einfach so, dass es für alle gleich ist. Das war eigentlich so die Hauptproblematik, die wir hatten. Wir machen jetzt nichts mehr ganz individuell, sondern jeder, der hergeht und irgendwie einstellt, was er haben möchte, bekommt immer die gleichen Aktien. Ist keine Blackbox mehr, wie es davor schon ein Stück weit war. Also zum Teil war halt ein unsupervised Learning-Algorithmus. Das heißt, wir haben auch keinen Einfluss mehr drauf, sondern der lernt anhand der Daten. Ist jetzt nicht mehr so, jetzt für alle gleich, hat immer noch Machine Learning im Bauch, aber halt nicht mehr so das Selbstlernende, was er die ganze Zeit davor gemacht hat. War für uns akzeptabel, ich glaube sogar beim ersten Mal, als wir das vorgestellt hatten, irgendein Beta-User, der fand es sogar noch besser als es davor, weil es ist halt klarer war, okay, ich kann irgendwas einstellen, da kommt auch was Vernünftiges zurück. Davor war es so, ich swipe, es passiert irgendwas und war halt nicht so wirklich ersichtlich, was wir eigentlich machen. Und ja, am Ende war das wirklich, glaube ich, das erste Mal, wo wir kurz mal überlegt haben, wie geht's weiter, aber man muss, glaube ich, die Hoch und Tiefs halt so nehmen, wie sie kommen, hilft alles nichts am Ende. Und ich finde auch, die Erfahrung mit der BaFin, auch wenn das nervig war am Anfang, hast du ja merken, okay, die Jungs, die meinen das schon ein bisschen ernst. Und wir hatten auch, wie man sagt, 20-seitiger Katalog mit allem beschrieben. Dann war die fast schon, finde ich, ja, hilfsbereit und haben auch empfohlen, was wir jetzt machen müssen. Also wir kommen nicht ganz ohne BaFin aus. Wir sind immer noch bei der BaFin registriert und sowas. Ohne geht's nicht, aber grundsätzlich waren die, fand ich, dann schon kooperativ zumindest. Genau, das Thema damals war dann unter die sogenannte Erlaubnispflicht gefallen. Da haben wir uns dann mit dem jetzigen Capitalized Matching quasi so ein Stück ausgekauft und fallen jetzt nur noch unter die Anzeigepflicht, wo wir quasi einfach uns bei der BaFin gemeldet haben, gesagt haben, hey, wir wollen hier offiziell das Thema Aktienanalyse betreiben mit der App und sind dann einfach bei der BaFin eben als Trusted Advisor sozusagen registriert, aufgenommen. Die haben sich das Ganze angeguckt, haben gesagt, okay, ihr macht da jetzt keinen groben Unfug. Aus Verbraucherschutzsicht ist das okay, was ihr macht, sind da jetzt aufgenommen und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Kompromiss gewesen, mit dem wir auch statt jetzt alle gut leben können und der in der frühen Phase uns zwar fast den Gar ausgemacht hat, vor allem von der Motivation und moralisch, aber jetzt am Ende des Tages wirklich ein guter Schritt war, wo wir auch nochmal gemerkt haben, okay, selbst wenn uns hier die größte regulatorische Behörde, die bei uns, glaube ich, jetzt in dem Umfeld
ist, ein Ultimatum stellt, finden wir trotzdem einen Weg, irgendwie damit umzugehen einfach. Das hört sich jetzt vielleicht auch, vielleicht könnt ihr es nicht so nachvollziehen, aber wir haben uns auf diesen USP, den wir da wollten, mit diesem Matching und diesem Algorithmus, der da lernt und passgenau Vorschläge macht. Das war schon so unser, das war der Kern von allem. Ne? Wir haben uns da so sehr darauf verstärkt und fanden es richtig geil und es hatte noch keiner. Und deswegen war das so niederschlagend, zu wissen, dass das so überhaupt nicht funktioniert. Und soll jetzt nicht irgendwie das Capitalized Matching, das wir haben, damit sind wir auch noch sehr zufrieden, das ist eine super Lösung. Aber wir hatten einfach damals so diesen steifen Gedanken auf dieses Matching, was wir zuvor genannt hatten. Deswegen war das für uns dann damals auch so niederschmetternd. Und wir können auch, und das werden wir in einem Video verlinken, wir können, das ist auch einsehbar, dass wir bei der BaFin gelistet sind. Können wir das Video noch rein verlinken oder reinschneiden, werden wir dann noch tun. Und dann seht ihr, dass wir da auch offiziell aufgenommen wurden. In dem Sinne, das war ein rechtlicher Einblick zu dem, was wir aus regulatorischer Sicht beachten mussten. Und auch unser erster kleiner Pivot, unsere erste Niedergeschlagenheit und auch Gedanken, okay, wie geht's jetzt weiter? Den Einblick wollten wir euch nochmal mitteilen. Wir haben ja gesagt, wir teilen alles ungefiltert, die Höhen und die Tiefen. Das war immer wieder ein Tiefpunkt. Und ja. Das hatten wir auch. Es gibt von uns einen Artikel in der IHK-Zeitschrift. Das war auch, was wir Startups mitgeben würden. Wäre auch direkt das, dass wir eben prüfen, gibt es irgendwelche Regularien, die das Produkt verhindern? Weil im Zweifel ist halt so, dann bist du so niedergeschmettert, was Thorsten auch meinte. Das war wirklich das Wichtigste für uns. Und dann kam es nicht. Und dann ist halt schon die Gefahr hoch, wenn man es dann nicht aushält, dass er da abbricht, obwohl man es eigentlich hätte prüfen können. Also wir waren auch naiv, das sagen wir ganz ehrlich. Das war halt einfach zu dem Zeitpunkt, das war vor anderthalb Jahren mittlerweile, sogar ein bisschen länger her, da hatten wir jetzt noch nicht so die Fähigkeit, einfach dann flexibel auch zu denken und weiterzumachen und zu sagen, ey komm, es geht weiter. Es war schon stressig, aber am Ende achtet einfach drauf, was für Gesetze in dem Land eben sind, wo ihr ein Geschäftsmodell etablieren wollt. Genau. Und in dem Sinne dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.